großen Industrie, sagte Pluto, zwei Dinge, um die sie sich zu kümmern haben. Die Verpackung und die Vermarktung. Wenn Sie zu essen wünschen, kaufen Sie einen Fisch. Wenn Sie zu lieben wünschen, kaufen Sie einen Menschen. Liebe, will ich sagen, meinte, man kann nicht jeden nehmen. Man nimmt ja auch nicht jeden Fisch. Aber ja, Gesine, ich küsse mich. Lässt sich ja nicht in Worte fassen, wenn sie einen so rund um die Speiseröhre ausleckt. Ja, ich weiß, was für eine Zunge sie haben. Sie glauben gar nicht, was für Leidenschaftsstürme wir uns miteinander hinnehmen. Erst neulich haben wir wieder ganz unbeschreiblich entfesselt getollt. Ja, ich weiß, sie hat ihnen beinahe mit Verlaub gesagt, den Schwanz ausgerissen. Ja, ich glaube, das wäre ein graues Haar. Ja, es ging hoch her. Es ist jetzt die Zeit, nicht? Ja, es ist die Zeit zu unternehmen und zu wagen. Ja. Pluto, sieh nur wieder. Ich habe diese Umwälzung bewirkt. Ich allein, Kremilos, ich lege Wert auf diese Feststellung. Ja. Wenn man bedenkt, dass jede Preissteigerung auf den Fuß durch eine Lohnsenkung wettgemacht wird. Für Striemen und blaue Flecken. Und die Brust sieht ja auch ganz blutig aus. Ja, nun wieder werde ich gedroschen. Erfrisch dich? Für welche Fehler? Ach, eigentlich mehr zu seinem Vergnügen. So viel deine Bosheit und all das Unnatur. Ich schändlicher habe dich an einen veräußert, den du hassen musst. Aber was sag ich gar nicht? Du sagst erfrisch dich. Ja, aber er hat doch sonst keine Freude mehr im Leben, der arme alte Mann. Manchmal rührt er mich auch wieder. Jedenfalls hole ich dich da raus, koste es, was es wolle. Herr, aber nur, wenn Sie sich's auch leisten können. Du hast recht, das wäre sehr unvernünftig. Ordentlich. Aufgeblüht. Seit Sie sie vom Halse haben. Ich muss jetzt gehen. Ich ersuche Sie in Ihren Betrachtungen. Sie sind ja zu großmütig. Eine Frau muss das. So. Du kannst ruhig aus deiner Höhle herauskommen, kleines Ungeheuer. Ich habe nichts dagegen, dass du deinen gewesenen Herrn unterhältst. Nein. Mein Plan ist, er soll mich unterhalten. Versprich dir doch nichts, Kind. Zu der Unterhaltung wird es ihm an Stoff mangeln. Ich habe das bisschen, das er allenfalls hätte beitragen können, heute Morgen an mich genommen. Sehen Sie mal. Was denn? Das Futteral wackelt. Was ist das für ein Gerät? Was für ein sonderbares?
Das Ganze sieht aus wie eine Tüte von Blech. Blech? Haben Sie denn keine Augen im Kopf? Das ganze Gebilde, das ist doch von Gold getrieben. Ist es möglich, das Ganze von Gold? Vorzustoßen bleibt nur ein Weg. Welcher Weg? Ja, ja. Durch sie durch!